Für den engagierten DXer bleibt natürlich SCPC ein Thema. Analog und auch digital. Und wir wollen uns heute nochmal mit dem analogen Empfang beschäftigen. Und zwar deshalb, bisher konnten wir eigentlich nur Hilfslösungen vorstellen. Sehr teure Geräte wie hier der AOR oder vergleichbar der entsprechende ICOM oder andere Geräte, die dann sogenannte Weitbandempfänger sind. Selten war auf dem Markt bisher ein echter SCPC-Receiver zu finden. Angeboten werden sie in den Vereinigten Staaten, aber leider nicht hier. Vor einigen Monaten haben wir schon mal hier in Dr. Disch TV einen Receiver gezeigt, der untere hier, der Satzgan, und waren nicht ganz zufrieden, obwohl er in seiner Leistung schon etwas besser war als vielleicht diese vergleichbaren Notlösungen, die wir so kennen. Als allererstes noch einmal zu den vielen Fragen, die kommen. Natürlich eignen sich auch Scanner dafür. Scanner, die einen Bereich haben bis 1450 MHz, sodass wir die ZF zwischen 950 und 1450 empfangen können. Und wenn es dann geht, AM und FM schmalbandig und breitbandig, sprich ca. 12, 15 kHz schmalbandig und eventuell ca. 110, 130, 150 kHz breitbandig. Warum? Um die zwei verschiedenen Signalarten einigermaßen gut zu empfangen, nämlich Telefonie, Telekommunikation im allgemeinen Sinne und eben die Audioträger des Fernsehens. Wir denken hier an Tele Sahel Niger auf 21 Grad West im C-Band. So kommen wir auch gleich zum C-Band. Ich hatte vorhin gesagt, eine ZF von 950 bis 1450 Megahertz, und viele werden sagen, naja, eigentlich geht es ja ganz noch ein bisschen höher bis 2150. Für SCPC-Empfang, analogen SCPC-Empfang, eignet sich hier in Europa, also in der Region 1, eigentlich nur das C-Band. Das, was im KU-Band stattfindet, können wir vernachlässigen, denn es handelt sich zu 99% um digitale Signale, deren Entschlüsselung nur sehr schwer möglich ist. Also haben wir uns hier mal konzentriert auf das C-Band. Was Scanner und auch einige Receiver, wir denken hier an den ICOM 7000, 7100, beim 8500 weiß ich es noch nicht so genau, eigen ist, dass die AFC oft den Local Oscillator Frequenzen, die sehr schwankend sind bei den C-Band LNBs, nicht hinterherlaufen können. Das heißt, es ist immer wieder ein Nachtune nötig, nicht gerade fein, wenn man Daten empfangen möchte oder eben ganz einfach irgendeinem Gespräch folgen möchte. Man muss konstant am Gerät bleiben. Es gibt natürlich die Lösung der besseren AFC, wenn ein solcher Empfänger im Handel ist. Die wir heute hier besprechen, sind es zum größten Teil. Aber für alle anderen und vielleicht auch für diesen Bereich, gerade beim Datenempfang, bietet sich das bessere LNB ab, nämlich ein Digital-LNB und zwar ein PL-LNB. Wir lassen es hier mal sehen. Es ist also ein ziemliches großes Stück für das C-Band. Sie sehen es schon an der kleinen Antenne hier drin. Nun ist es so, sie sind heute alle versöhnt mit Rauschfaktoren von, was weiß ich, 15 Grad Kelvin, 17 Grad Kelvin. Also dieses Monstrum 40 Grad Kelvin. Nur wenn sie es da montiert haben, sehen sie auch keinen Unterschied. Was sie allerdings deutlich merken, ist jetzt die sehr extreme Stabilität. Also ich sage für die Datenfreaks noch einmal 40 Grad Kelvin bei 65 dB typischer Verstärkung. Aber während ihr LNC für das C-Band in der Regel schwankt, plus minus etwa 200, 300, ja teilweise bis 600 kHz haben wir schon erlebt, ist diese in einem Temperaturbereich von, sagen wir, ungefähr 15 Grad minus bis ungefähr 30 Grad plus 12 kHz plus minus 12 Kilohertz. Wir haben leider noch keine höheren Temperaturen erreicht und auch noch keine niedrigeren. Also daher ist die Aussage für diesen Bereich gültig. Aber ich glaube, das ist auch in Mitteleuropa sind Temperaturwerte, die der Realität entsprechen. Also 12 Kilohertz plus minus. Das ist die Schwankung dieses LNBs. Natürlich ist es auch etwas teurer. Der Preis liegt bei ca. 400
mag, wenn sie dann hier eingeführt wird. Diese hier kommt, das ist keine Rückfahrung mehr, kommt von California Amplifier, aber auch andere C-Band-LMB-Hersteller stellen solche LMBs her, auch für den kommerziellen Bereich. Nun gut, wir kommen zum Receiver. Bei den Receivern kennen wir bereits unseren AOR 5000, der natürlich nun hervorragend für das C-Band und für den SCPC und den FDM-Empfang geeignet ist, denn er geht ja nun wirklich von 0 bis 2,6 GHz und ist Allmode, das heißt AM, FM in verschiedenen Bandbreiten, Filterschaltungen, SSB und CW. Das heißt, hier kommen wir mit allem zur Rande. Die Frequenz wird direkt eingestellt, entweder über die Tastatur oder eben über einen der VFOs. Er hat mehrere VFOs, Sie können also verschiedene Bänder irgendwo ablegen und dann einzeln abspinnen, zurückschalten auf den nächsten VFO, ohne dass die alten Werte dabei verloren gegangen sind. Wir haben ihn schon mal in der Sendung vorgestellt und wollen allerdings jetzt auch nochmal die Rückseite sehen lassen. Von vorne kennen wir ihn ja bereits. Dazu muss ich natürlich sagen, er hat ein Preisschild und das ist nicht ganz ohne. Es sind immerhin rund in D-Mark 3.400, 3.500 Mark. In einigen holländischen Geschäften habe ich ihn etwas billiger gesehen. Wer in der Grenznähe wohnt, sollte sich natürlich dann auch erkundigen. Man sieht hier schon zwei Antenneneingänge. Insgesamt können das vier werden und die können programmiert werden. Das heißt, je nach geschalteten Band schaltet sich die entsprechende Antenne auf oder eben Diversity-Empfang, wer das kennt, die Antenne, die das stärkste Signal liefert, wird zugeschaltet. Er ist mit dem RS-232 ausgestattet. Inzwischen gibt es für das Gerät auch Steuersoftware. Aber wie gesagt, dieses Gerät ist eigentlich nur gedacht für den wirklich total überzeugten Freak, der also ohne etwas anderes nicht mehr leben kann und wirklich alle Frequenzbereiche, L-Band, S-Band, UHF, VHF, Kurzwelle, Langwelle und so weiter haben will. Den nächsten, den SAT-Scan, den kennen wir bereits, den haben wir bereits vorgestellt in der Sendung. Es ist ein typisch amerikanisches Gerät und zwar, hier ist es noch ganz gut, Sie sehen hier die Tasten, Up- und Down-Tasten, und aber allerdings kein Zahlenfeld. Das heißt, die Frequenzen werden bei diesem Receiver eingegeben mit den Up- und Down-Tasten. Man fährt die 10er-Gruppen, die 100er-Gruppen, die 1000er-Gruppen rauf und runter, bis man eben zum kleinsten Nenner kommt und dann hat man die Frequenz. Etwas umständlich und bei dem Absuchen eines Bandes nicht gerade angenehm. Er hat zwar dann für die wichtigsten Frequenzen, hat er dann ein Memory, er kann 100 Kanäle wegschreiben, die man dann eben wieder abrufen kann, vereinfacht die Sache etwas. Was er in seiner Originalversion nicht hat, er kennt in Amerika nur eine Filterbandbreite, und zwar zum Radiohören. Und die liegt dann bei ca. 130 Kilohertz. In der Originalausführung kann er also keine Telekommunikation mit, die schmalbandig ist, vielleicht mit 9 kHz, 10 oder 12 kHz empfangen. Er kann es empfangen, aber wie gesagt, die Nachbarkanalstörungen sind dann verhältnismäßig groß, weil in diesem Bereich dann ja mehrere gleichzeitig aussehen, wenn sie mal dicht beieinander liegen. Nach Rücksprache mit der Firma Satcan Electronics sind wir übereingekommen, dass die ein Gerät für den europäischen Markt liefern mit zumindest zwei Filterschaltungen, also schmal und breit. Wäre auch vollkommen ausreichend bei diesem Receiver, denn er ist nicht übermäßig teuer als SCPC-Receiver. Er kostet ca. $400 in den Vereinigten Staaten. Wo er ein kleines bisschen mager ist, das schauen wir uns mal an auf der Rückseite. Was wir hier nämlich sehen, ist gerade mal der LMB-Ein- und Ausgang und ein Line-Ausgang. Das will sagen, er hat keinen eingebauten Verstärker. Das LMB-Signal kann auch nicht durchgeschleift werden. Sie müssen also mit einem Splitter arbeiten, vom Hauptreceiver spannungslos hier rüber gehen. Man kann ihn allerdings an einem eigenen Spiegel betreiben. Wir sehen hier schon einmal der Anschluss für das normale Netzgerät und dann kommt hier nochmal 18 Volt extra Anschluss für ein extra Netzgerät. Man könnte ihn auf einen Satelliten fest ausrichten
und im C-Band jetzt zum Beispiel auf den Intelsat 605 auf 24,5 Grad West und sagen, das ist mein SCPC-Satellit, weil der eben recht aktiv ist, und würden dann ein LMB speisen über das Koaxkabel, aber da muss hier ein externes Netzteil draufgehängt werden von 18 Volt. Für denjenigen, der nichts anderes tut als SCPC, eine feine Sache. Was wir allerdings dann noch einmal sehen lassen wollen, ist diesen. Diesen haben Sie wahrscheinlich in der Werbung verschiedentlich gesehen. Wer amerikanische Satellitenzeitschriften oder Radiozeitschriften hat, wird dieses Gerät vielleicht von der Werbung her kennen. Es gab es vorher als recht einfaches Gerät, nicht besonders gut, mit vielen Mängeln drin. Inzwischen ist die neueste Version dieses SCPC 200 von Universal Radio rausgekommen und es ist schon ein erheblicher Unterschied. Wir haben hier 50 Memory-Kanäle. Allerdings sehen wir auch wieder eins hier an der Anzeige. Wir sehen hier wieder Up und Down. Das heißt, Frequenzen müssen wieder in 10er-Gruppen, 100er-Gruppen abgesucht werden und eingegeben werden. Das Gerät hat einen eingebauten Verstärker, hat aber keinen eingebauten Lautsprecher. Wir können das hier mal einschalten. Schauen wir mal. Wir haben jetzt keinen Lautsprecher dran. Und wir sehen jetzt hier, ob man es erkennen kann, im Display. Ja, an für sich, ich kann es nicht sagen, recht eigentümliche Zahlen. Und zwar, wir sehen hier einmal N12. Wir haben hier also einen Transponder drin. Dann haben wir die Zahl 64822. Und das will sagen, und ein W und M1. Also gehen wir nochmal von links nach rechts. Wir legen uns den hier mal unter. So. Sieht man es wahrscheinlich etwas besser. Wir haben auf einmal hier die Transpondernummer. Das will sagen, amerikanische C-Band-Satelliten sind eingeteilt in 24 Transponder. Das hat sich in den Vereinigten Staaten so ergeben, bei Frequenzlisten einfach eine Transpondernummer hinzuschreiben, dass man sagt, Transponder 12 ist 3900, bei, zum Beispiel als mittlere Frequenz, mit den Eckwerten so und so und so und so nach oben hin und nach unten hin. Die Amerikaner haben sich daran gewöhnt, für uns ist es eine Umgewöhnung. Wir müssten uns also eine Liste nebenher legen. Die Listen existieren und wer sie haben will, kann sie auch durch uns als Fotokopie gerne haben. Dann ist es verhältnismäßig einfach. Nach kurzer Eingewöhnung weiß man eben, dass Transponder 10 die und die Frequenz in der Mitte ist. Man stellt die also hier ein. Und zwar, die Frequenzanzeige geht hier von 50 bis 90 Megahertz. 70 ist die Mitte. 70 ist auch die Transpondermitte. So dass wir jetzt von 70, 20 nach unten fahren können, 20 nach oben fahren können und haben dann in der Mitte drin einen 36 MHz Transponder mit den entsprechenden Lappungen oder Überlappungen oben und unterhalb. Es ist also eine kleine Umrechnerei immer nötig dabei. Beim Satzgang, den wir eben noch gesehen haben, ist es nicht so. Da können wir die ZF ablesen, wenn wir wollen. Und dann zurückrechnen. Wir können die 70 MHz, wie es dieser tut, ablesen. Und wir können die echte Empfangsfrequenz ablesen. Warum wir diesen Receiver an für sich vorziehen, trotz dieser etwas umständlichen Bedienung, also um jetzt zu Ende zu gehen noch, ist, wir haben dann hier noch die Angabe 1 West. Das bleibt dann freigestellt. Ich habe es hier mal reingetan für 1 Grad West. Und eben die entsprechende Memory-Nummer, wo ich das Programm oder die Kommunikation zurückfinde. Gut, zurück zum Thema, warum wir diesen Satellitenreceiver oder SCPC-Receiver uns geholt haben und den sehr ausführlich getestet haben. Der Grund ist, der ist an für sich sehr solide verarbeitet und er hat genau auch wie der schwarze Bruder hier, der Satzgun, eine recht kräftige AFC. Wir sehen hier schon die LEDs. Grün, Rot, Rot. Das heißt, liegen wir außerhalb des Signals, blinkt entweder das Rote oben oder unten auf und er zieht dann, wenn er kann, das Signal in die Mitte, in den grünen Bereich
Und wir haben das also auch mal versucht mit einem ziemlich laufenden LMB, einem ziemlich billigen LMB, das ziemlichen Schwankungen ausgesetzt war. Und es arbeitete einwandfrei. Es gab zu keinen Datenverlusten, als wir Daten uns geholt haben, um die im Computer zu dekodieren. Oder auch bei den Gesprächen Telekommunikation kam es zu keinen Hörverlusten. Das zudem, also da macht er an für sich einen verhältnismäßig feinen Eindruck. Schauen wir uns die Rückseite bei diesem Gerät einmal an. Und zwar, hier haben wir die Durchschleifmöglichkeit. Wir kommen hier rein und gehen hier weiter zum Hauptsatellitenreceiver, der jetzt endlich die Anlage steuern muss, vertikal, horizontal oder eben auch den Satelliten anwählen soll. Wir haben hier zwei Ausgänge und zwar sehen wir hier schon einen Line-Ausgang zum Anschluss eines externen Verstärkers und einen Lautsprecher 8 Ohm Anschluss, um einen externen Kommunikationslautsprecher anzuschließen. Dann haben wir einen Ausgang von 70 MHz der ZF, um diese eventuell weiter zu verarbeiten. Also auf uns hat er einen recht guten Eindruck gemacht. Wenn man mal sich an diese 24-Kanal-Geschichte gewöhnt hat, dann ist es an für sich ein recht feiner Receiver. Obwohl wir natürlich von dem AOR innerhalb kürzester Zeit sehr verwöhnt waren, muss man sagen, dass der Umstieg auf diesen Universal Receiver nicht allzu weh getan hat. Die Empfangsergebnisse sind dementsprechend, ja, er kommt teilweise mit manchen Signalen noch etwas besser zurecht als der AOR. Jetzt kommt natürlich noch die Frage, warum lassen wir denn kein ICOM 8500 sehen, denn es ist auch ein Breitbandempfänger, ähnlich wie unser AOR hier. Wir haben es deswegen nicht gemacht. Erstens hatten wir keinen und zweitens haben wir gesagt, er kann den anderen vertreten. Ein rein technisches Detail kam noch dazu. Wir sind nicht so ganz überzeugt von der Konverterschaltung, wie das bei ICOM getan wird, nämlich dass der Bereich ab 1 MHz eine Konverterschaltung ist. Gibt es unten starke Signale, zum Beispiel von Taxis, von starken Fernsehsendern in der Gegend, die schlagen im Konverter noch oben durch und immer wieder hört man oder sieht man dann ein Signal, kann damit nichts anfangen, muss zurückschalten auf den unteren Bereich, um zu kontrollieren, kommt es nun daher oder habe ich es von irgendeinem Satelliten oben bekommen. Das war unser kurzer Beitrag zum SCPC-Empfang, vor allen Dingen was die neueren Receiver betrifft, die heute auf dem Markt sind. Zum Schluss noch eine Bemerkung. Wir haben oft darüber gesprochen, auch in der Telesatellit stand es drin. Es geht natürlich auch das sogenannte polnische UKW-Radio, weil die Polen einen UKW-Bereich haben, der niedriger angesetzt ist bei 70 MHz. Das geht auf jeden Fall. Wenn Sie diesen als SCPC-Receiver gebrauchen wollen, dann eben, wie gesagt, im reinen Radioempfang, sprich der Ton von Telesahel Niger, verschiedene Satellitenradios, die es im C-Band gibt, sind dort einwandfrei mit zu empfangen. Der Bastler könnte natürlich weitergehen, wenn ein Schaltplan vorhanden ist oder er die Bauteile kennt innen drin und könnte natürlich mit Eigenbaufiltern weiterarbeiten, sodass er vielleicht auch schmalbandigere Signale in FM empfangen kann.